Da bin ich wieder und das Team Atlantis. Vorgestern Reha-Sport, gestern hartes Intervalltraining und wir haben euch ja gesagt, der Trainingsplan ist logisch aufgebaut und wir versuchen so ein bisschen Grundlage reinzubringen, auch was die Trainingssteuerung betrifft. Und jetzt haben wir heute Laufen auf dem Programm und es kommt Laufen für alle drei Leistungsstufen und heute ist das Laufen ein ganz ruhiges, lockeres Laufen. Sucht euch eine Strecke aus, die vielleicht weiter ist, als ihr sonst normalerweise laufen könnt. Aber ihr lauft heute die ganze Zeit, von Anfang bis zum Ende, in einem Tempo, in dem ihr euch die ganze Zeit unterhalten könnt. Lauft ganz langsam, erholt euch dabei und genießt mal jetzt das Training und schaut mal, was es bis jetzt gebracht hat. Wir müssen immer wieder nach der hohen Belastung auch zur Entlastung kommen. Und jetzt könnte ich auch wieder sportwissenschaftlich was sagen, dass wir in den Fettstoffwechselbereich kommen. Versucht mal über 30 Minuten zu laufen, versucht den Puls bei 130 zu lassen und mehr nicht und lauft ganz langsam und entspannt mal eure Runde und vielleicht heute mal 20% mehr, als ihr normalerweise lauft in dieser Runde. Das würde ich heute als Aufgabe geben. Haltet durch, bleibt gesund, verabschiede mich, Team Atlantis unter Andi.